Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir haben jetzt hier unser Café eröffnet im letzten Part, haben das noch ein bisschen verbessert und haben jetzt unsere erste Mission angenommen und müssen mit einem Kontakt sprechen, um, ich weiß es nicht mehr, was es war, zu machen. Das werden wir bestimmt noch erfahren. Missionen. Ah, cool, das kann man sich so einblenden lassen. So, wo sollten wir hin? Ist das nicht auf der Karte abgebildet? Es ist nicht auf der Karte abgebildet? Das glaube ich jetzt nicht. Wir haben eine Kiste, die können wir nicht aufmachen, oder? Doch! Edwards Assassinenmontur. Alles klar, das haben wir schon mal freigeschaltet. Nee, was für ein Kontakt denn? Da muss ich jetzt nochmal... Kann man da nochmal nachfragen, was wir machen müssen? Nee. Ha. Huh. Das ist ja doof. Ich hätte gerne... Fortschrittsanzeige. Hier sind wir jetzt. Ja, nachverfolgt. Kann ich da irgendwie hinlehnen? Aussichtspunkte, Renovierung. Auto da Fe. Was soll denn das? Ich würde gerne... Ich würde gerne sehen, was ich jetzt noch hier machen will. Beziehungsweise was die Mission von mir will. Ach Leute. Jetzt mal ehrlich. Das ist eine Kutsche, da können wir auf jeden Fall nach Versailles zurück. Und... Oh, ich bin so doof, ne? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich so dumm bin. Natürlich müssen wir zum grünen Punkt. Der ist aber ein bisschen weiter weg, oder? Ach, der ist halt ganz hinten. Schnellreise. Oder? Machen wir... Ne, wir sammeln ein paar Sachen ein. So machen wir das. Wir nehmen erst nochmal die Kokarde mit. Aus dem Weg! Ey, die werden gleich wieder aufmerksam, nur weil ich da vorbeirenne. Alle merken sich das ja, ne? Wahrscheinlich. Und hopp, und hopp, und hoch. Die 43 Meter kriegen wir hin. So, und da ist auch gleich noch eine Pariser Mission, aber... Die machen wir später irgendwann. Erstmal müssen wir das Haus hier besteigen. Besteigen. So, die hätten wir. Und jetzt arbeiten wir uns langsam voran und schauen wir mal, ob wir die Truhe da öffnen können. Ob wir da rankommen. Okay, die ist unten. Ja, ja, ja. Später, später, später. Oh, was ist denn hier? Ist Aufstand. Sehr schön, haben wir mal pariert hier. Und auch pariert. Bam, bam, oh, daneben. Die halten ein bisschen mehr aus, aber solange ich pariere, ist das alles kein Problem für mich. Das war's, Digga. Jetzt bist du tot. Ja, will jetzt noch einer was von mir? Nee, ne? Jetzt habt ihr alle Angst. Lederstinkende Holzschuhe. Die können wir bestimmt verkaufen, ne? Oh, Dietrich, ja? Ja, aber okay, ich glaube, hier brauchen wir nichts, oder? Außer die haben natürlich noch Munition dabei. Das wäre ganz interessant. Rauchbomben.
So, und die Kiste ist da drinne. Da unten. Ha, da kommen wir jetzt. Da wüsste ich jetzt zumindest nicht, ob wir da so schnell hinkommen. So, die Massenereignisse hätten wir erledigt. 5 von 5. 500 Livres. Oh, oui, merci beaucoup. Aber. Kann ich den. Den kann ich also nicht plündern. 500 Livres, das ist doch Geld. Also sind das Livres und nicht Franc. Aber das Zeichen ist doch für französische Franken. I don't get these. Das ist ja kompliziert. Okay. So weit, so gut. Laufen wir mal zu unserem Ziel. Beziehungsweise nehmen vorher nochmal die Kiste mit. Bam, bam, auseinander. Bam, ausweichen. Es geht ab, Leute. Ein rotes Haus. Sag jetzt nicht, wir können das kaufen. Nee, da müssen wir einbrechen bestimmt, ne? Alles was rot ist. Alter, wird zu Stress. Ist der Dicke, ne? Willst glaube ich wissen, aber den ignorieren wir jetzt erstmal. Ich will nur schnell zur Kiste und dann schnell weg mit dem Kontakt sprechen. So. Oh, er hat sich... Was war das denn für ein Balkon? Okay. Komm ich da irgendwie rein? Nee, ne? Was ist er denn? Ach da, hab ich gar nicht gesehen. Die ganzen Schatten von den Blättern. Sau, mach auf. Hol den Schatz, Digga, hol den Schatz. 100. Nun gut, so jetzt... Oh, sorry. Das reicht jetzt aber auch wirklich. Nee, komm, ich würde gern ein bisschen was verkaufen, wenn das denn geht. Mal schauen. Interagieren. Alles auffüllen. Machen wir mal, kostet ja nichts. Dankeschön, alles voll. Wir können nichts verkaufen. Das muss doch irgendwie gehen. Wozu brauche ich denn das Leder und so? Na, wen geben Sie mir denn heute? Ein paar Freidenker, was? Verschwören sich gegen das Regime, aber können den Mund nicht. So, ich habe den Rang Lehrling erreicht. Ich bin also richtig dick im Geschäft hier. Bam, 100 Credo-Punkte noch erreicht durch diesen Todesstoß. Ja. Und sie danken es mir. Sehr schön. Wieder mal was Gutes getan. Und ein Bier noch abgezwackt von dem. Besser kann es ja gar nicht laufen. Und weiter entfernt von unserem Kontakt sind wir auch nicht. Ich finde die Hüte von denen richtig geil hier. Ich will auch so ein Ding haben. Wovon laufen die eigentlich weg? Nee, nee, nee. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, das Haus durchzugucken, ne? Dieses rote. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir letztes Mal reingeworfen wurden. Über den Animus. Und da ist unsere Kontaktperson. Ein kleines Mädchen. Eine Dame. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Okay. Laufen wir mal schnell dahin. Das ist dann wohl beschaffen. Alles klar. So, müssen wir ein bisschen kämpfen, ne? Aber so trainiert man das ja. Oh. Der war gut. Wurde ich gerade ein bisschen blockiert, was soll das denn?
Bam, bam, voll auf die Fresse. Einfach mal ausgenockt. Dankeschön, Dankeschön. Der Applaus wäre doch nicht nötig. So, ich bin aber ein netter Typ. Ich war doch lieb. So. Mal eben alles richtig gemacht. Wir heilen uns mal. Und wir plündern. Medizin haben wir halt. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ja. Holen wir das Manuskript noch. Jawohl. So, was hinten wieder? Den Verbrecher töten. Sag mir, wen du beschützt. Was wollt ihr denn? Ja, jetzt gar nicht mitbekommen und ist tot. Was hast du vor, Spinner? Aus dem Gebiet fliehen, ja, tue ich. Ab in die Menge. Okay. Das haben wir abgeschlossen. Haben wir dafür jetzt. Beenden Sie mehrere und weitere Missionen. Alles klar. Ja, ich würde jetzt gerne auf die Karte gehen und nicht in die Datenbank. Dankeschön. So. Das ist ja cool auf jeden Fall, dass da eine Schnellreise hingeht. Dann können wir gleich wieder ins Café und mal schauen, was wir da noch so machen können. Das scheint nämlich eine Quelle des Geldverdienens zu sein. Momentan können wir da nur 80 Livre verdienen, maximal. Dieses Spiel macht so viel Spaß, ne? Wären da nicht diese langen Wartezeiten. So, und wir sind jetzt... Ich hasse es. Ich dachte eigentlich, wir kommen denn dahin, aber ich hab's natürlich komplett verkackt. Das war nicht sehr schlau von mir. Allerdings kann ich jetzt, glaube ich, diese Truhen hier öffnen. Und deswegen wurde ich eigentlich hier hin, ne? Das war natürlich von langer Hand geplant. Wo ist denn die? Ist ja kein Sperrgebiet hier. Die ist da unten. Können wir durch den Haupteingang und dann da rein, oder? Warte mal. Die ist draußen, ne? Müssten wir eigentlich... Eigentlich müssten wir einfach nur hier rüber gehen können. So, gleich geschafft. Und dann holen wir uns die andere Truhe auch noch. Wäre nämlich cool, wenn da auch Monturen drin sind. Hätten wir ein bisschen Abwechslung. Ach so. Das ist natürlich doof. Schauen wir mal kurz, ob wir da hingehen können. Da muss ich mich nämlich mit Uplay verbinden. Über die Xbox. Ja, und ich bin noch Level 1. Schaffen Sie sich Ihre Identität und sehen Sie sich Ihren Fortschritten. Was muss ich da denn alles machen? Tägliche Übung. Wann kommt das? Steht das hier irgendwo? Nee, ne? Nun gut. Dann, ja, das wusste ich natürlich. Ich wollte es nur mal kurz zeigen für euch. Nee, dann versuchen wir mal wieder zurückzukommen. Ich würde noch gerne ins Café jetzt. So, jetzt weiß ich zumindest, wieso das Laden so lange gedauert hat. Oh, hier ist aber ordentlich was los jetzt in unserem schicken Café. So, und wir haben ja eine neue Montur bekommen.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo genau das war. Was haben wir denn hier eigentlich? Hier ist der Clubsaal. Willkommen im Assassinen-Clubhaus, Monsieur. Ich nehme an, dieses Haus ist nicht für die Öffentlichkeit. So ist es. Dies ist ein privater Club für unsere Assassinen-Brüder und Schwestern. Interessant. Es gibt hier also direkt zwei Geheimgesellschaften. Einige Missionen sind für einen einzelnen Assassinen nicht zu schaffen. In solchen Fällen arbeiten viele gerne stets mit denselben Leuten. Man entwickelt so Gefühl für Stärken und Schwächen der anderen und weiß, wie ein jeder bei Gefahr reagiert. In einem Club sind solche Gruppen einfacher zu organisieren. Das ist wohl besser, als einfach den Nächstbesten zu nehmen, der frei ist. Ganz recht. Okay, hier können wir unseren Club gründen. Das ist der Clubsaal. In diesem Raum kann man bestehende Clubs beitreten oder mit Freunden einen neuen Club gründen. Alles klar, schade. Das ist jetzt ein Online-Feature. Und gerade bei Assassin's Creed würde ich doch eher so ein... ja, so ein Singleplayer-Feature haben, wie das ja bei den alten Assassin's Creed-Dingern war, wo ich mir auf der Straße Leute suchen konnte, die ich quasi anwerbe und die ich dann ausbilde und die mir helfen im Kampf. Das wäre ganz cool, das kann ich hier anscheinend leider nicht. Gut, dann gehen wir mal hoch. Und schauen, wo wir dann kommen. Die Monturen. Was macht er denn hier? Er malt das an, er spachtelt das. Ja, renovier mal fein. So, was sagt das denn hier? Von 380, sehr schön. Euch. Er liegt in eurer Kammer. Ein Brief? Ich will noch kurz hier ein bisschen renovieren. Das haben wir renoviert, das haben wir nicht renoviert hier. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Ja, siehst du, wofür ich alles gut bin. Einmal einen richtigen engagieren hier als Assassine und schon wird alles wieder schick. Das hat jetzt 1000 Euro gekostet, da das Ding abzubauen. Mensch. Okay, jetzt wird schon ein bisschen teurer. Schlimmes vor sich, nicht sehe. So, okay. Was haben wir hier? Das nehme ich mal. Die 60 kann man immer gut gebrauchen. So, und das geht alle 10 Minuten, alle 15 Minuten. Ich weiß gar nicht. Okay. Dann wird sich das ja sogar lohnen, mal die Xbox laufen zu lassen, oder? Meine Kontakte. Einer online. Juhu. Keine Ahnung, wer das ist. So. Wir haben einen Brief. Der liegt oben bei uns im Zimmer. Okay. Hier stehen also auch Freunde, Xbox-Live-Freunde vor mir rum und wollen ein bisschen zocken. Ich aber nicht. So. Hier ist der Brief. Von Elise. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne, nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten
und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Okay, der Brief ist also neu reingekommen. Es wundert mich aber, dass ihr Vater denn das nächste Mal nach Paris kommt. Oder war das jetzt noch ein alter und ich habe noch einen neuen, den ich erst jetzt gleich lesen kann? Okay. Neue Briefe verfügbar 1. Machen wir es auch nochmal. Paris, 23. September. Nee, okay, das war's. Und die ihren Vater nie überreden, mich nach Paris mitzunehmen. Das war jetzt der neue Brief, ja? Im Ernst? Ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Okay. So, was war das hier? Ach so. Da kann ich nochmal sehen, was ich bis jetzt so gemacht habe. Ich würde jetzt aber gerne meine Monturen wechseln. Wo geht das? Was können wir denn hier gucken? Kammer der Andenken. Abschluss der Einzelspielerkampagne. 2 von 12. Okay. Hier können wir das also anschauen. Der Level dieser Statue entspricht dem schwächsten Ausrüstungsteil. Hier wird also aufgezeigt, was ich oben links schon sehe. Gut, da müssen wir noch ein paar machen, ein paar Pariser Geschichten. Wir müssen jetzt aber nach unten. So, und ich glaube, die Monturen waren noch einmal kurz nach unten. Mussten wir hier durch, richtig? Dann kommen wir hier. Kommen wir hin? Da gehen? Nee. Was ist denn das? Ich würde das gerne mal. Das hier, ne? Neue Montur freischalten. In der Vermächtniskammer. Die ist über uns. Okay. Die ist noch ein höher. Wie kommen wir denn da hin? Jetzt hier noch hoch irgendwie? Okay. Wollt ihr kämpfen, Monsieur? Wie bitte? Ein Übungskampf. Ein Assassine muss gut vorbereitet sein. Lautet unser Motto, nicht im Schatten zu arbeiten? Unbemerkt zu bleiben und all das? Nennt es einen Ausweichplan. Es ist besser, hier in Sicherheit zu üben, als mit Schlägern auf der Straße zu kämpfen. Oder? Touché. Ein Kämpfchen. Ich habe den Trainingsraum entdeckt. Das hilft mir absolut nicht weiter. So, jetzt haben wir doch hier die Leiter gefunden. Das hilft mir weiter. Eine Leiter. Muhahaha. So, hier haben wir jetzt unsere Ausrüstung. Wo ist sie da? Ich würde sagen, wir rüsten das jetzt mal aus. Die gefällt mir nämlich ganz gut. Ziehen wir die mal an hier. Der war nämlich ganz cool, der Typ. Und runter. So, okay. Ich würde sagen, wir suchen jetzt nochmal diese zwei Truhen und dann machen wir uns auf den Weg zur Hauptmission. Weiß nicht, ob wir die noch in diesem Part anfangen oder im nächsten Part angehen. Auf jeden Fall würde ich
Gerne. Sorry. Oh, da war sogar ein Wachmann. Hey, ich wurde beklaut. Was ist denn nun los? Ach komm. Jemand muss ihn aufhalten, das gehört mir. Wo ist er? Der war doch hier. Das ist aus meinem Haus. Das hilft ja doch niemand. Und rammeln. Ich bin einfach so cool. Höher ausweichen und jetzt springen wir runter, komm. Wer sich uns entgegenstellt, stirbt! Yo, wir sind fortgeschrittene Lehrlinge. Das ging ja fix. Ich tue euch doch nichts. Ich bin noch ein netter Assassin. $300. Kaputten Kamm, sehr wichtig. Und Rauchbomben. Können wir hier eigentlich noch rein? Ist hier irgendwas? Okay. Aber hier in der Unterwelt können wir nicht ein bisschen weiter. Alles klar. So, aber hier in der Nähe war noch eine. Boah, nicht so nah ran. Ich finde das Feature immer noch cool hier. Sieht aber aus, als wäre es im Haus drinne. Das sollte für uns kein Problem sein. So, bestimmt hier rein, ne? Hallo? Hi, na? Nur kurz hoch hier. Okay, hier komme ich nicht rein. Na toll, jetzt müsste ich Schlösser knacken können. Aber ich habe leider keine Punkte mehr. Gut, ich glaube... Hier ist dann auch keine Kiste, oder? Die war ja hoch. Oder kommen wir hier noch irgendwie nach oben? Boah, puh, Glück gehabt. Nein, falsche Taste. Boah, es kostet alles Zeit hier. Ja, toll. Ich bin so dumm. Egal. Und davon kannst du noch mehr? Dankeschön. Ich habe nichts gemacht. Ich habe absolut gar nichts gemacht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich bin ein friedliebender Assassine. So, wo ist die Konkarde hier? Die ist da drinne. Fertig. Jetzt will wieder die Datenbank mich von der Karte fernhalten. So. Wir müssen auf jeden Fall... Wir könnten noch einen Mord aufklären, ne? Beim nächsten Mal. Oder wir machen die Hauptmission. Ich würde fast sagen, das entscheide ich spontan, wenn ich die Lust dazu habe. Hier ist auf jeden Fall noch... Ah, das sind die Nostradamus-Rätsel. Vielleicht machen wir die auch. Ey, so viele Möglichkeiten, ne? Das ist Assassin's Creed. Nun gut. Wir haben erstmal wieder ein bisschen was geschafft. Nicht viel. In diesen 25 Minuten oder 24 Minuten passen auch nicht viel mehr rein. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wer es so gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.